Hallo ihr Lieben, heute wieder auf Tour. Gemeinsam mit meinem Sohn bin ich unterwegs. Heute geht es, wenn alles funktioniert, in den malerischen Ort Taubenhain. Die ersten 10 Kilometer sind in den Beinen und wir haben gerade eben Griebstein erreicht. Die Burg Griebstein zählt zu den wohl schönsten Burgen in Sachsen. Im Film Le Grand Budapest Hotel wurden die Gefängnisausbruchsszenen hier gedreht. Ja, ein paar Wolken sind am Himmel aufgezogen und das ist natürlich zum Radfahren nicht die schlechteste Variante. Wir haben gerade Griebstein passiert und erreichen gleich das Städtchen Waldheim. Am 6. Mai 1813 überquerte Napoleon mit seinen Truppen die Zschopau in Waldheim. Sehenswert sind neben der Schlosskirche, dem Marktplatz und dem Obelisken am 13. Lenkrad auch das Sächsische Strafvollzugsmuseum in der JVA. Weiterfahren wir durch Döbeln zum Elbe-Mulde-Radweg. Die Ortsnamen blende ich euch jeweils ein. Wieder auf dem Elbe-Mulde-Radweg, dem Weg, den ich mit meinem Freund Peter schon vor einiger Zeit gefahren bin. Ich weiß also so ein bisschen, was uns erwartet. Und ja, trotzdem, Wetter ist gut. Wir haben kaum Wind. Und wenn Wind, dann ist er im Rücken. Und auch diese Wege hier lassen sich gut mit dem Prompten fahren. Meißen ausgeschildert, etwa 30 Kilometer. Wir fahren aber ja bisschen oben lang, also ein bisschen weiter ist es, aber wir sind gut vorangekommen und es rollt. Döbeln haben wir uns verfahren, aber das verraten wir nicht. Genau. Als ich mit meinem Freund Peter hier diesen Weg gefahren bin, hatten wir das Problem, dass wir einige Wegmarkierungen gar nicht mehr gefunden hatten. Die waren einfach verwittert, zugewachsen. Und mit Freude stelle ich jetzt fest, dass hier vieles neu gemacht wurde. Also es ist im Moment wirklich prima ausgeschildert. Man hat kein Problem, das zu finden. Etwa 5 Kilometer südlich von Lommatzsch treffen wir auf das ehemalige Wasserschloss Schleinitz. Der ortsansässige Förderverein betreibt das Museum für ländliches Brauchtum. Auf verschiedenen Etagen sind die Werkstätten des Sattlers, Seilers und Schuhmachers eingerichtet. Und es gibt so viele verschiedene Zeitzeugen aus Landwirtschaft, Handwerk und Hauswirtschaft zu entdecken. Mann, das ist heute ganz schön warm. Umso schöner hier in diesem Waldstückchen. Es fährt sich gut, es ist aber hügelig. Das heißt, manchmal gibt es viel Schwung nach unten, aber dann muss man auch wieder in der 1- die Berge hochkrabbeln. Es macht trotzdem Freude. Und hier im Wald haben wir von einem alten Steinbruch irgendein Gebäude gefunden. Das muss ich mal nachgucken. Auf jeden Fall sehr interessant, so eine Ruine mitten im Wald zu finden. Auf abwechslungsreicher Strecke fahren wir bis Löthain und sind inzwischen auf dem Radweg Meißner 8 Nordroute unterwegs. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an die Familie in Gönna, wo wir unsere Wasserflaschen auffüllen konnten. Das macht jetzt hier runter, das ist unheimlich viel Spaß. Ich muss bloß den Lenker gut festhalten. Es geht jetzt erstmal 2 Kilometer bergab. Ja, Leute, ich bin mal wieder echt begeistert, was wir für schöne Ecken hier in Sachsen haben und wie hier die Radwege ausgebaut sind. Hier an der kleinen Triebisch sind wir jetzt auf dem Weg nach Taubenheim, unserem heutigen Ziel. Das sind noch etwa 6 Kilometer und wirklich 1A Strecke hier. Also macht's richtig Laune.
Spanien ist Fußball-Europameister 2024. War das ein spannendes Spiel gestern? Wir sind hier bei Hansi und Andreas untergekommen im Taubenheim, im Torhaus und dem Schloss in Taubenheim, was ich euch gleich hier noch zeigen werde. Wir haben gut geschlafen und freuen uns auf diesen Tag. Die Sonne lacht, am Himmel ist keine Wolke zu sehen. Und heute wird es von Taubenheim hier wieder nach Meißen gehen, oder es wird nach Meißen gehen und von dort aus auf verschlungenen und mir noch unbekannten Pfaden bis nach Langebrück. Vielen Dank nochmal an Hansi und Andreas, unsere Dachgeber in Taubenheim. Das war ein wirklich fröhlicher Abend. Wir füllen unseren Proviant in der Biobäckerei des Ortes mit angeschlossenem Laden auf. Die ersten Kilometer folgen wir der Route von gestern in entgegengesetzter Richtung. Und das die meiste Zeit bergab. Heute ist Langebrück unser Ziel. Bevor wir dort bei Thomas und Kerstin im alten Schlachthof ankommen, sammeln wir in Meißen meine Frau am Bahnhof ein, machen einen kurzen Abstecher in die Altstadt und finden uns kurz darauf auf dem Elberadweg wieder. Im Sommer sind die Biergärten an der Elbe geöffnet. Zeit für eine Pause. Und an dieser Stelle ein Hinweis in eigener Sache. Wenn euch das Video gefällt und ihr mehr zum Thema Reisen und Technik mit und am Faltrad sehen wollt, dann abonniert gern diesen kleinen Kanal. Über den Daumen hoch und einen Kommentar freue ich mich und bedanke mich bereits vorab. Das Elbtal und ein Badestopp im Lößnitzbad liegen hinter und einige heftige Anstiege bis Dresden-Klotsche vor uns. Wir folgen dem Moritzburger und dem Zilleradweg. Gerade eben noch mal eine Pause gemacht und ein Eis und einen Schluck Cola statt Kaffee eingeworfen. Und jetzt rollen wir die letzten 5-6 Kilometer bis Langebrück und schauen dort, ob wir den Schlachthof finden. Im Moment Dresden, Flughafen, Klotsche, da sind wir gerade eben und es rollt schön bergab. Ein zartes Freundschaftsband verbindet uns mit den Langebrückern. Thomas war im Juni mit seiner Tochter bei uns zu Gast und übernachtete im Baumstelzenhaus. Die Einladung zum Gegenbesuch haben wir nicht auf die lange Bank geschoben und eine Runde auf sächsischen Radwegen geplant. Und das ist der Grund für diese Tour durch den Wilden Osten. Wunderbare Abendstimmung hier in Langebrück an diesem 15. Juli 2024. Wie schon auf der Tour heute mehrfach gesagt, das war recht anspruchsvoll und Thomas von den Dachgebern, wo wir heute hier in Langebrück sind, sagt auch, da hat deine Streckenplanung euch ja ganz schön anspruchsvoll geschickt. Landschaftlich schön, aber konditionell und auch von den Höhenmetern scheint es anders zu gehen. Ja, wir sind gut angekommen. Genießen jetzt den Abend und für morgen geplant ist, eine Strecke zu fahren, dann in Richtung Elsterwerda und dann weiter zum Stausee nach Zeischa. Da gibt es einen Campingplatz. Insgesamt staune ich trotzdem, was wir für tolle Radwege hier in Sachsen haben. Hat Spaß gemacht. Ich sage euch erstmal gute Nacht und morgen geht's weiter. Bei leichtem Regen und nach einem gemeinsamen Frühstück starten wir heute von Langebrück über Grünberg, Hermsdorf, Radeburg nach Großenhain und weiter über Zabeltitz nach Gröditz und dann zum Tagesziel, dem Campingplatz an der Kiesgrube Zeischa. Musik
Schon die ersten Kilometer sind abwechslungsreich und gleichermaßen spannend. Klasse Streckenführung und Wegbeschaffenheit. Bei einem Stopp am Schloss und Park Hermsdorf an der Großen Röder lassen wir uns den Kuchen aus der Bäckerei Böhme schmecken. In der DDR-Zeit wurde das Schloss als Pflegeheim genutzt. Auf dem Röderradweg erreichen wir später den Stausee bei Radeburg. Direkt an der Straße sehen wir kleine Verkaufsstände. Honig, Kartoffeln und andere Schätze aus den Gärten werden hier zum Kauf angeboten. In Katrins Tasche landen zwei gut gewachsene Gurken. Das Geld deponiert man in die bereitgestellte Kasse des Vertrauens. Einfach genial, oder? Jetzt haben wir hier die Röder erreicht und folgen dem Röderradweg. Wetter ist heute nicht so heiß wie gestern, ein leichter Rückenwind ist da. Regen hat inzwischen auch aufgehört. Also, das macht wieder viel Spaß. Also, die Geruchsfilmerei ist noch nicht erkundet, aber hier riecht es gerade richtig schön nach entweder gebackenem oder geräuchertem. Wir sind hier gerade an der Niedermühle in Rödern vorbeigekommen und der Blick ist schön, das Wetter passt und es duftet klasse. Mark Twain war es, der einmal sagte, gegen Zielsetzung ist nichts einzuwenden, sofern man sich dadurch nicht von interessanten Umwegen abhalten lässt. Und dieses Zitat vor Augen lassen wir uns auf die Strecke ein, denn es kommt nicht darauf an, wie viele Kilometer man am Tag schafft. Hier gerade angekommen in Zabeltitz. Ihr habt es gesehen auf den Bildern, am alten Schloss vorbeigefahren. Und da drüben könnt ihr sehen, das neue Schloss, das war lange Zeit auch Weiterbildungszentrum von der Deutschen Bahn. Der Park ebenso sehenswert. Hier lohnt sich auf jeden Fall ein bisschen Pause zu machen. Bis zum Ziel nach Zeicha sind es jetzt noch etwa 22, 23 Kilometer. Wir werden über Grödlitz fahren, dort mal schauen, ob wir dort schon Abendessen oder nur einkaufen und dann auf dem Campingplatz kochen. Auf jeden Fall rollt es ziemlich gut. Wir werden unser für heute gesetztes Ziel erreichen. In Grödlitz passieren wir die Grenze zu Brandenburg. Folgen dem Weg am Alten Kanal, vorbei am Gut Saathain und treffen kurz darauf auf die Schwarze Elster und den Schwarze Elster Radweg. Von Elsterwerda bin ich ein Stück dieses Weges im letzten Jahr mit meiner Frau gefahren. Das Video verlinke ich euch in der Beschreibung. Haida ist die Strecke etwas abenteuerlich, aber wir erreichen kurz vor 19 Uhr den Campingplatz in Zeicha und können unsere Zelte aufbauen. Die Abkühlung im klaren Wasser der ehemaligen Kiesgrube haben wir uns redlich verdient. ...1970 wurde das Waldbad und der Campingplatz eröffnet. Bis auf einen kleinen Laden gibt es hier alles, was wir brauchen. Und in manchen Ecken und Winkeln kommt echtes DDR-Camping-Feeling auf. Guten Morgen, ihr Lieben. Die letzte Nacht war leider nicht die ruhigste, da noch Gäste hier auf diesem Campingplatz in Zeicha kurz nach halb zwölf angekommen sind.
sehr spät dann ihre Zelte aufgebaut haben. Das war ein ganz schönes Gewusel. Zudem läuft hier in der Nähe noch die Bundesstraße B101, wenn ich mir das richtig gemerkt habe. Und im Hintergrund arbeitet auch noch ein Kieswerk. Unabhängig davon ist dieser Platz hier trotzdem eine Empfehlung wert. Das Wasser in der Kiesgrube ist sehr klar und lädt zum Erfrischen ein. Hier am Waldbad und am Kieswerk Zeicha. Wir werden dann unsere Zelte zusammenpacken und Richtung Gröditz fahren. Dort einen Supermarkt suchen und hoffentlich auch finden, damit wir frühstücken können. Unseren Sohn dann in Gröditz in den Zug stecken und dann rollen wir weiter. Mal schauen, was der Tag bringt. Mit neuem Schwung starten wir in den Tag. In Stolzenhain entdecken wir einen Landmarkt. Ist hier die Zeit stehen geblieben? In der Nachwendezeit gab es in vielen Orten solche oder so ähnlich ausgestattete Läden. Ab Gröditz sind wir nun zu zweit unterwegs. In Tiefenau entdecken wir die denkmalgeschützte Schlossanlage. 2019 wurden die Sanierungsarbeiten begonnen, der Park und die Kapelle sind inzwischen in gepflegtem Zustand und laden zum Besichtigen ein. Jetzt gab es gerade noch eine Panne zu reparieren an Katrins Fahrrad. Das Vorderrad war irgendwie locker und ob das jetzt nur das Innenlager ist oder nur die Aufnahme, konnte ich nicht genau feststellen. Aber haben es repariert, ausgebaut, geguckt, Luft neu drauf gemacht und im Moment scheint es zu funktionieren. Ja, wenn ich mir das richtig gemerkt habe, sind wir jetzt auf dem Radweg Gorische Heide oder Gorischer Rundweg unterwegs durch ein Waldstück. Es ist sandig und hier gerade eben bei der Infotafel die alte Lichtensee. Die Geschichte des ehemaligen Truppenübungsplatzes Zeithain geht bis ins Jahr 1730 zurück. Die aufgestellten Infotafeln sind etwas in die Jahre gekommen und nur noch schwer zu lesen. Nach der Sowjetarmee und der NVA nutzte die Bundeswehr das Gelände von 1992 bis 1997. Seit 2007 ist die ca. 40 Quadratkilometer große Fläche Naturschutzgebiet. Auf vielen Friedhöfen lassen sich die Trinkwasserflaschen problemlos auffüllen. Für die vor uns liegenden Kilometer bis Haida nutzen wir in Greinitz die Gelegenheit. Am Radlerstopp Lorenzkirch findet man kleine Snacks und Erfrischungsgetränke. Selbst PayPal-Zahlung ist über die Kasse des Vertrauens möglich. Die Überfahrt mit der Fähre nach Strehla ist im doppelten Sinne ein kleines Highlight heute. Sei gegrüßt, hallo. Tagesziel für heute ist erreicht. Wir sind im Örtchen Haida angekommen. Das liegt am Via Regia Radweg unweit von Riesa und sind wieder bei einem Dachgeber oder bei einer Dachgeberin untergekommen. Viele Grüße und ein herzliches Dankeschön gehen an Elke und ihren Bruder Erhard. Vielen Dank, dass wir eure Gäste sein durften. Der Weg zurück nach Milkau führt durch Lommatsch und wieder auf den Elbe-Mulde-Radweg. Der Schauspieler Terence Hill hat hier einen Teil seiner Kindheit verbracht. Leider verfällt das Terence Hill Freibad zusehends. Ja, manche Radwegsabschnitte sind hier doch anspruchsvoll wieder oder fordernd
oder wie man auf gut Deutsch sagt, ganz schön beschissen. Und gut, muss man durch. Sind halt naturbelassen, aber zum Vorankommen ist das hier nichts. Und das geht natürlich auch auf alles Mögliche und nicht nur auf dem Po. Ja, ist ordentlich heute an Temperatur. Wir gucken lieber nicht aufs Thermometer, sonst wird uns vielleicht noch zu warm. Und einige Hügel sind wieder mit dabei. Also so richtig welliges Land. Und damit sind wir am Ende dieser Reise durch den wilden Osten. 4 Tage, 300 Kilometer. Ja, war ja fast wie bei Winnetou, nur mit weniger Pferd und dafür mit mehr Wurstsalat. Aber hey, Abenteuer ist Abenteuer. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was zu tun ist. Daumen hoch, abonnieren, Glöckchen drücken und im besten Falle sogar noch einen Kommentar da lassen. Vielleicht sehen wir uns ja bald wieder, dann reiten wir bis in den Sonnenuntergang oder zumindest bis zur nächsten Currywurstbude. In diesem Sinne, bleibt sauber, bleibt lustig und bis bald. Bis zum nächsten Mal. Euer Frank. Macht's gut. Ciao.